Hallo, und da sind wir bei Minecraft Staffel 6. Nein, MultiQuest. Ja, weiter geht's. Jetzt funktioniert das ganze Zeug hier. Jetzt kann ich ganz normal die Sachen machen. Hier hatte ich eben den Filter drin für das MTPCP, was ich jetzt durchgelassen hatte, oder? Die haben wir in der letzten Folge gemacht, oder habe ich gesagt, Plastik und Compressed Iron bei 1,7 Bar oder was das sind. Oder 1,5. Hat funktioniert, wir haben mittlerweile 2 Bar, die haben wir offline bei 2, weil wir hier 3 haben. Was hatte ich denn da eingestellt? Warte mal kurz. Ah, ich habe gesagt 3, okay, bei 3 soll er offline gehen, damit das nicht zu viel wird. Damit da nichts passiert. So, dann habe ich so eine UV-Lightbox gebaut. Die war etwas teuer, weil wir brauchen hier Emeralds, da wir nach Emeralds suchen müssen. Compressed Iron und ja, Redstone-Lampen, Pressure-Tube und Compressed Iron. Die braucht auch Steam, kommen wir unten bitte. Und hier muss dieser PCB rein. Braucht ein Bar. Und hier sieht man oben unten ein Change 28%. Der muss 100% haben. In der Zwischenzeit müssen wir noch was machen, weil wir müssen den auch weiterverarbeiten, den hier. Da muss so ein Unassembled PCB weiterverarbeitet werden. Das braucht man normal dafür. Die Maschinen, die haben wir noch nicht. Denn für die Maschine brauchen wir den schon. Deswegen gibt es da noch einen anderen Weg, natürlich einen langsameren, einen ätzenderen. Und zwar brauchen wir hier dieses Etching Act Bucket. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Da brauchen wir zwei Spindelaugen. Gehen wir mal gucken. Gehen wir mal gucken. So, bla bla bla. So. Wir brauchen das hier. Zweimal Spindelaugen. Okay, Hammer. Ein Eimer. Man hat einfach nur ein Eimer. Zweimal Plastik. Haben wir auch. Das gibt auch weg, tun wir hier. Zweimal Rotten Flash. Haben wir auch. Und zweimal Gunpowder. Oh, haben wir noch. Zweimal. Okay. Da brauchen wir noch Wasser. Zack, haben wir auch. Dann gehen wir wieder rüber und produzieren mal so einen Teil. Ich weiß gar nicht, was hat denn das jetzt? Ah, ein Bar, das geht. Bei einem Paar. So, ja. Das heißt, hier oben gibt es das. Und rausziehen soll er nur irgendwas, ein Stein oder so. Ja, passt. Jetzt werft er das alles nach da rein. Das dauert ein bisschen. Bleiben wir wieder. Oh. Jetpack alle. Das mit Aufladen geht schnell. Na, komm raus. Boing, boing. Das gehen wir gleich hier mit diesem Raum aufladen. Da geht es am schnellsten. So, kurz reingelegt, zack, zack, voll. Das ist, finde ich, cool. Das geht relativ schnell hier mit diesem Mechanismus Joule. Gar nicht mal so schlecht. So, während er hier brutzelt. Ist schon alles drin, oder wie? Ah, ne, fehlt noch. Wenn wir jetzt noch zwischendurch mal hier machen, das ist das Kabel, was unten raufkommt von vor 2 Folgen oder so. Was man hier unten sieht, das was hier nach hinten geht, das ist Universal-Kabel. Und zwar ist das für, wo habe ich es hingetan? Hier. Laser und Table. Und zwar hier in der Mitte kommt ein Table hin. Ich weiß gar nicht, ob das so funktioniert. So. So, so. Zack, zack. Ich habe das noch nicht mal getestet, ob das mit den Kabeln überhaupt funktioniert, aber ich denke mal schon. So, 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 3 Stück noch, ja. Ob das so funktioniert, weiß ich nicht. Dann brauchen wir auf alle Fälle am Anfang Redstone, Eisen, ja, mehr brauchen wir eh nicht. Redstone und Eisen. Redstone, da machen wir gleich ein Stack. Iron brauchen wir auch einen halben Stack. Dann haben wir das auch gleich. Und ich habe wieder vergessen, auf Play zu drücken. Na gut. Warum auch nicht? So, zack.
Anschalten will ich den ganzen Schotter von hier aus, wenn ich einen Schalter hätte. Habe ich irgendwo einen Schalter übrig? Ja. Komm her. So. Weil dann kann ich hier sagen, okay, Bauer, Hauptbauer on. Da muss ich halt dann eh nochmal gucken, wie ich das Ganze da mit den Schaltern regeln. Hier Bauer on. Da bekommen die hier was. Und wenn ich den dann Redstone gebe, zack. Redstone Chipsatz, dann müsste das eigentlich funktionieren. Dass da alle reinpullern. Ja, ja, alle blau. Sehr gut. Wie viel brauchen wir jetzt eigentlich? Okay, das wird ziemlich schnell langsamer, dann geht er da rauf. Mal gucken, wie viel wir zum Schluss endlich brauchen. Wir haben hier nur Advanced, also so viel kann es gar nicht sein. Aber geht hier schon ab, wie man sieht. Ja, die fliegen natürlich raus, weil hier keine Kiste ist. Das habe ich ganz vergessen, dass ich ja hier eine Kiste brauche. Das heißt, ne, Chest. Blablabla. Machen wir schnell eine, wenn ich keine finde, gerade. Wenn ich keine finde, dann wird eine gemacht. So, dann möchte ich aber trotzdem dann nicht hier hinstellen. Mann. Das wollte ich gerade sagen, die möchte ich trotzdem dann eins weiter nach vorne stellen. Den ganzen Coder hier. Damit das ein bisschen besser ausschaut mit den Lasern. So. Zack. Und du hier. So heißen auch hier rein. Und jetzt gibt Gummi, Mensch. Ja, schaut schon ein bisschen besser aus. Was sagt der hier? Hat er unsere Drecksbrühe fertig? Ja, hat er. Das heißt, zack, Stein raus, rausziehen lassen. So, ist raus und wieder Stein rein, damit er nichts rauszieht. So, der schaltet immer schön an und ab. Ja, passt. Er hat jetzt 3. Jetzt müsste er offline sein, ja. Ausgeschalten, die letzte Kohle verbrennt er noch. Das passt perfekt. Jetzt haben wir unsere Drecksbrühe, die werden wir brauchen, die werden wir jetzt einfach mal hier hinkippen. Was es damit auf sich hat, werdet ihr sehen, ich weiß gar nicht, ob wir... Ja, wir kriegen Schaden, wenn wir reingehen. Wir brauchen jetzt hier, wenn der 100% ist, müssen wir den reinwerfen. Hier machen wir schön das hier, so. Dann machen wir hier ein paar Eiserne dazu. Standard Gate, aha. Eisen wird und Chipsätze. So. Dann ein paar Standard Gates. So, die arbeiten hier noch. Du bist gleich fertig. 93, das passt. Perfekt. Druck haben wir schön auf der Leitung. Das passt auch. Es reicht vollkommen. Ich merke hier gute Rezepte, ja. Wir können hier aus auch 8 Block of Coal können wir einen Diamant machen. Eine coole Sache. Turbine Plate, aha. Ja, die ganzen Plastiksorten natürlich, ist logisch. Die brauchen wir dann alle wahrscheinlich auch, oder die meisten. Unsere Drecksbrühe, hier die Transistoren, die wir auch brauchen. Da muss ich eh gucken, wir werden die brauchen, da brauchen wir das Lighting. Lighting, dann gehen wir gleich das machen, das kann nebenbei heranputzeln. Das Lighting Plastik. Ich muss unbedingt drüben auch ein ME-Terminal machen. Lightning. Lightning. Ah, da haben wir viel. Da können wir gleich 64 machen. Kack die Wand an, ist doch egal. Weil das braucht man nur für das Plastik. Und das Plastik brauchen wir für. Naja, nicht gerade viel. Egal. Machen wir es einfach. Kostet uns jetzt eigentlich. Momentan haben wir sonst nichts am Hut. Oder machen wir 32. Bisschen sparen müssen wir. Und was haben wir dann noch eigentlich für einen? Den haben wir da und das ist das Squid. Brauchen wir auch noch. Squid. Den müssen wir uns auch noch organisieren, diesen Squid. Dann machen wir auch 32. Ich muss immer ein paar Seeds aufbehalten für unseren Turtle hinten, damit er wieder rein tun kann und der dann fröhlich weiter Seeds farmen kann. So, dann kann ich hier auch die rein tun. Mal gucken. Ist natürlich die Frage, was zieht das raus, wenn ich den Block raus tue? Ja.
passt. Soll er gleich mal das Plastik rausziehen? Dann kann ich das schon reintun, damit er nur Plastik rauszieht. Und nicht für Szenen, die vielleicht die Seeds. So. Plastik Seed, die kannst du alle rausziehen. Wir brauchen einen Daumen weiter zu arbeiten eigentlich. Compressed und Redstone, das können wir uns auch klar machen. Compressed haben wir da, Redstone haben wir keins, da müssen wir wieder laufen wie dumme Junge. Da können wir wieder laufen, da werden wir jetzt auch gleich was machen. Und zwar mal kurz überlegen. Den hier. Der kann weg. Und Redstone. Hier, ein Stäckchen. Zack, drüber fliegen. Also das mit dem Mods teilweise schon, ja, heftig. Man braucht ziemlich viel und viel hin und her gedue. Wenn wir jetzt einfach mal auf die Schnelle den hier hin platzieren, dann haben wir hier immer Zugriff. Was macht der gerade? 12 Redstone. Na, dann machen wir mal eine normale geht's ein paar. Und wir brauchen, was brauchen wir denn jetzt eigentlich am Bauer? Ja, 411, also das ist nicht viel. Rund 411. Ich habe eh gesagt, dass ich wahrscheinlich einen zweiten Reaktor hier drüben hinbauen werde. Deswegen ist hier noch immer frei. Und da können wir alles über diese Big Reaktoren speisen. So, was haben wir hier? Fuel haben wir noch drin. Oder was meint ihr? Das wäre eine coole Idee. Einmal hier für die Eigenproduktion und einmal dann für Teleport. Also für Fremdsachen. So, da ist mit der... Ja, das ist natürlich jetzt klar. Mit dem Druck geht er immer nach unten. Weil er ja... Schauen muss immer die Sachen öffnen und schließen. So. Da verbraucht er schon einiges an Druck. Weil er tut ja immer die Kammer hier zwischendrin füllen. Ah, das sind nur Anzeigefehler, deswegen. So, hat er die jetzt eigentlich drin? Ja. Das heißt, ich kann hier auch aufmachen. So. Dann kann ich hier sagen. Einmal das und einmal das andere. Wenn ich es denn mal bekomme. Das dauert halt ein bisschen so. Zack. Dann tun wir hier die zwei rein. So. So. Da kann er die rausziehen und die anderen Sachen nicht. Hier könnte ich eigentlich. Nee, doch. Wäre möglich, wenn ich hier zumache, dass ich hier nicht immer runterplumps. So. Also das ist halt, ja, der Mod Pneumatikkraft ist für mich halt komplett was Neues. Da habe ich noch keine Erfahrung damit. Deswegen, ja, ist es schwierig. Und so gerne Let's Plays zu gucken und nachbauen tue ich halt auch nicht unbedingt gerne, außer dass hier mit der Schaltung habe ich nachgebaut, habe ich in Internet Bilder gefunden, wie man das macht. Hat einer eine schöne Dokumentation gemacht. Mit Bildern, wenn ich den Post wieder finde, dann mache ich da einen Link in die Videobeschreibung, aber ja, mal gucken, ob ich das wieder finde. Ich habe es nur noch im Kopf jetzt. Wobei mir nicht sicher war, ob da noch vielleicht eins zurückgehört. Bei 7 jetzt haben wir 3, 3 ist 1,5. 7 wären dann 3,5. Ja, der Computer gehört eigentlich eins zurück weiter, theoretisch. Da habe ich wahrscheinlich irgendwas falsch geguckt. So, der hinten ist wahrscheinlich fertig hier. Ja, 100%, dann tun wir einen neuen rein, zack. Und der muss jetzt hier reingeworfen werden, zack. Und da muss er jetzt bleiben, da muss man jetzt aufpassen. Items verschwinden ja nach der Zeit. Die lösen sich ja in nichts auf Server und so. Mal aufpassen, auch das Item könnte sich in nichts auflösen. Wenn man zu lange wartet, das heißt, man muss da immer aufpassen. Dann werden wir uns auch mal was überlegen, wie wir das noch am besten handhaben. Kann man da irgendwie, gibt es ein Item, der das aufnimmt? Dirtle könnte das aufnehmen. Wenn Dirtle das Item aufnehmen und wieder droppen lassen, so wie ich das hinten bei meiner Farm habe, das wäre auch eine Möglichkeit. Dass der das aufnimmt, droppt, aber ich weiß nicht, ob das zählt. Gucken wir mal, ob der was macht. Theoretisch müsste jetzt ja unten Engine Processing 15%, das ist, ja okay, das geht eh schnell, wenn man da ein bisschen dabei steht. 8 Stück haben wir uns gemacht, also oh. Das kriegen wir schon hin, da brauchen wir uns, ich glaube, keine Sorgen machen.
So, jetzt suchen wir mal Seed. Wir können da gleich dann noch andere Seeds mit reinpacken. So, du Freunde, bist fertig, oder wie sehe ich das? So, gucken wir mal, wie können wir jetzt hier was weitermachen? Schäble Crafting nicht, hier auch nicht, da. Automatic Gate? Nee. Iron End Gate. Könnt ihr überlegen? Ja, das brauche ich. Das heißt, ich brauche Redstone, Eisen. Farbe, Redstone, Eisen. Und rote Farbe. Zwei, ja, das reicht. Vollkommen. So. Dann kriegen wir da 8 Stück. So, 16 passt. Dann du hier rein und 6 Stück davon hier rein. End oder Ohr? Machen wir End. Das werden wir brauchen. Für was werdet ihr auch sehen? Da können wir noch ein bisschen was automatisieren. Wir können theoretisch hier auch noch einen zweiten Air-Kompressor dran schließen, hier auf dieser Seite. Und dann beide Stellen. Da muss man halt wirklich aufpassen, wie viel man hier reingehen lässt. Aber da habe ich eh gesagt, ich werde das auf alle Fälle offline nochmal umbauen hier. Ich werde das viel schöner machen. Und was ich noch bauen werde, ich werde den ganzen hier, den ganzen Coder hier, den kann man größer bauen. Jetzt ist er dreimal drei. Ich werde den. Ich glaube, da muss er eine Mitte haben. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht genau. Ich werde es mal testen. Dann werde ich den einfach 4x4 bauen oder 5x5. Und vielleicht sogar einen Boden einlassen mit einfach zwei Chests. Da werde ich mir was überlegen. Das werde ich auf alle Fälle offline umbauen. Jetzt wisst ihr ja, Compressed Iron ist ganz leicht herzustellen mittlerweile. Einfach Eisen rein, 2 Bar, dann haben wir das. So werde ich das machen. Offline schön alles umbauen. Hier werde ich auch gucken, vielleicht einen zweiten Air-Kompressor dazu schließen. Und das Programm einfach umändern, dass er links und rechts ein Signal gibt. So, der baut hier das Gate. Gate. Iron End Gate, ja, das nächste Mast Ore Gate. Das brauchen wir hier für die Anlage. Dann, ich weiß noch nicht, wie ich das machen werde, aber das werde ich schon machen. Zack, nee, doch, ja. Hier geht nicht, hier auch nicht. Da muss ich sowieso umbauen, weil die Berge hier, das gefällt mir unbedingt nicht. Die müssen irgendwo schön an die Mauer hin. Wir könnten natürlich hier den ganzen Scheiß wieder abreißen. Ja, wobei, wenn wir es vielleicht wieder brauchen, das ist halt wieder so eine Sache, gell? Nee, das lassen wir hier gleich stehen da. Da muss halt. Ja, das ist blöd, weil hier alles brennen anfangen könnte. Hier kommt der hin. Die Bauer ist hier hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier die ganzen Bauer ist mit den Flakes. Was natürlich auch Kacke ist. Oder nee. Wohin? Ich weiß, wie ich das machen werde. Ich werde die ganze Maschine hier, die wir hier haben, die Mascherie, in die Seite bauen und die Barrels dann hier lassen. Dann haben wir das auch. Genau, so machen wir das. Und die Verkabelung, die muss ich auch ein bisschen ändern. Das ist halt ziemlich alles viel. Ich könnte den Reaktor noch eins größer bauen. Passwort, ja, das ist die Regelung, die Steuerung. Passt. Gut, was haben wir jetzt hier? Wir haben hier nichts mehr, oder? Ist der fertig? Scheint so. Nee, doch, ja. Das heißt, wir können jetzt noch mal schnell Plastik. Compressed Iron, das hier reinwerfen, aber erst müssen wir unten sagen, du nix Output, so du nix Output, Mensch, so dann einmal das, einmal das, einmal das müsste eigentlich das ergeben, was ich mir gerade vorgestellt habe, oder? Bei wie viel Bar waren das? Ein Bar, okay, das geht. Das kriegt er zusammen, wenn er das Plastik auch hat. Zack, fertig. Und den können wir jetzt Output machen und dann. Kriegt er den raus. Und dasselbe können wir eben bei den anderen Plastik machen hier. Gleiche Zeug, zack. Transistor. Das werde ich jetzt dann gleich offline mal machen. Damit wir da gleich ein paar haben.
damit wir dann später mal was bauen können. Und zwar, wie war denn das? Was wollte ich bauen? Weiß das jetzt noch jemand zufällig? Achso, die Assembly. Assembly-Maschine, die wollte ich bauen, genau. So, da. Nee, ja, doch, nein. Ah, das war hier, genau da. Transistor, Capacitor und diese Dinger da. Mal gucken, ob der noch da ist oder schon verschwunden ist. Tada, der ist weg. Weil ich einfach nicht aufgepasst habe. Kacke. Okay, kann ich auch nichts machen. Das werde ich dann offline weitermachen. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Anschauen. Lasst ein Like, Abo, Kommentar da. Und bleibt dran, Leute. Wir sehen uns. Tschüss.